Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um meinen Minicamper-Ausbau, einem VW Caddy. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie wir den Rahmen der Campingbox gebaut haben. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir die Schubladen G und eingebaut haben. Für die Außenwände der Schubladen haben wir 12 mm dicke Pappelholzplatten besorgt. Und für die Seitenwände 8 mm dicke Holzplatten, ebenfalls aus Pappel. Das Holz haben wir in einem ortsansässigen Allgäuer Baumarkt gekauft. Und dort haben wir nämlich den besten Preis bekommen. Für Pappel haben wir uns entschieden, weil es besonders leicht ist. Wir haben uns dazu entschieden, zusätzlich zu den Schrauben auch noch Holzleim zu verwenden, um das Ganze einfach robuster zu machen. Weil das Pappelholz sehr weich ist und auch leicht splissig und die Platten auch nicht allzu dick sind, haben wir die Löcher vorgebohrt. Außerdem zieht sich die Schraube dann auch gerade ins Holz rein, wenn man das so macht. Sitzt, passt und hat Luft. Geil. Das gleiche haben wir dann natürlich auch noch mit der rechten Schublade gemacht. Und als wir damit fertig waren, haben wir uns dazu entschlossen, beide Schubladen einen Rahmen für die Frontwand zu verabreichen. Dadurch wird die Front etwas stabiler. Schließlich fasse ich dort vorne immer an, wenn ich die Schublade reinschiebe oder rausziehe. Und zusätzlich kann man die Schrauben bei der Montage dann besser von innen ins Holz drehen. Thank you.
Im nächsten Schritt hat mein Herzallerliebster sich dazu entschlossen, in den Rückwänden der Schubladen eine Art Luftschlitz reinzusägen. Der Hintergrund zu dieser Entscheidung ist folgender. Wenn man die Schublade hineinschiebt, verdrängt sie ja Luft, die irgendwo entweichen muss. Plan 1 war deshalb, einen Schlitz in die Rückwand der Schubladen zu sägen. Plan 2, falls das noch nicht ausreichen sollte, wäre dann, ein oder mehrere Löcher in den Außenrahmen der Campingbox zu bohren, damit die zusammengeschobene Luft dort entweichen kann. Aber so weit sind wir momentan noch gar nicht. Zu guter Letzt mussten die Schubladen noch an die Teleskopschienen angebracht werden und die Frontwand montiert werden. Und dann hatten wir es tatsächlich geschafft. Die Campingbox ist einsatzbereit. Die Feinarbeiten wie zum Beispiel Inneneinteilung und der Einsatz für den Campingkocher und so weiter, das wird dann der nächste Schritt sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr kommentiert gerne. Ich freue mich jedenfalls sehr über konstruktives Feedback. Ich freue mich auch über neue Abos und über den Daumen hoch, den berühmten. Bis zum nächsten Video, macht es gut!